das Lastwagen hat ein paar Funktionen. Er tut ja saugen. Jetzt gerade momentan. Die Schienenriele tut er raussaugen. Also er tut Wasser rausspritzen und gleichzeitig saugt er. Mit dem Lastwagen können wir mit zwei Sachen fahren. Auf Pneu oder auf Schiene. Somit sind wir eigentlich dann in dem System, wo wir nur so fahren können, wie der Traum auch. Mit dem Joystick können wir den ganzen Lastwagen bewegen, eigentlich, wenn er eingeleistet ist. Wenn wir ihn bewegen wollen, müssen wir richtig führen drücken. Und wenn wir bremsen wollen, müssen wir sie einfach loslassen, wie jetzt. Dann bremst er automatisch. Dann soll er automatisch bremsen eigentlich. Das Spezielle in der Nacht ist, dass wir praktisch keinen Verkehr haben. Man kann zuschaffen, so eigentlich, dass es sehr gut und angenehm ist für den Fahrer. Bei dem zweiten Gang kommt ein Anhänger dazu und mit dem Anhänger führen wir den zweiten Prozess durchführen. Mit dem Schleifpapier das ganze Schienenkopf putzen. Über Nacht sind auch sehr viele Arbeiten im Laufen, wie zum Beispiel der Bau ist in der Nacht viel unterwegs. Der Elektriker, der Schlosser und wir. Wir haben einen Plan, einen Tagesplan, den wir bekommen. Dort drauf sind Routen, die durchgefahren werden müssen. Wir sind 24 Stunden unterwegs. Somit können wir das ganze Netz in Stand halten. Den Lastwagen müssen wir eigentlich auswendig kennen. Weil wenn man den nicht kennt, dann hat man schnell keine Ecke mehr, entweder im Lastwagen oder in einem Haus oder wo auch immer. Lastwagen müssen wir wirklich definitiv wie wenn es unsere eigene Frau wäre, kennen. Ja, also ich bin relativ gern unterwegs, weil ich sehe am Schluss des Tages, was ich da für eine Arbeit gemacht habe. Und das macht mich eigentlich relativ stolz.